das sind jetzt Polyester-Schnüre, 5 Schnüre. Das gibt Berghausungen für Gosti auf den Bergen. Und das Eingericht ist vom letzten Jahrhundert. Das hat der Grossvater übernommen, oder der Vater hat vom Grossvater übernommen, das Handwerk. Und ich habe es vom Vater übernommen, mit dem ewigen Helfen habe ich das erlebt. Und jetzt mache ich das noch als Hobby. Mache einfach Seele für die Bauern. Für die Gusti zu Berg und Halfter, das ist der Hauptding, das ich etwa mache. Das ist jetzt noch ein Polyprop und die anderen, die Halfter, ist dann noch weisses Polyprop, die tue ich dann vordrehen. Das tue ich direkt abdrehen und dann tue ich noch Hand verarbeiten. Hier tun sie jetzt abbinden, dass sie nicht aufgehen, bis der Latsch oder der Knopf gemacht ist. Sonst, wenn man die nicht abbindet, gehen sie gleich oben auf. Die wäre jetzt so weit fertig. Dann machen wir da noch einen Latsch drauf. Das ist die Grösse vom Latsch. Und der Latsch muss so gross sein, dass der Knopf schön durchgeht und nicht gross, dass er nicht ausschläuft. Und das ist ein bisschen die Spezialität von mir, dass ich die noch verkaufen kann. Weil der Latsch, der grosse nicht, der kleine nur mit dem Brauchen. Er zieht sich zusammen. Das ist Suva-Norm. Nicht. Jetzt geht es weiter, machen wir den Knopf drauf. Das ist jetzt ein Knopf, der nicht mehr aufgeht. Den bringst du praktisch nicht mehr auf. Dann noch der Kreuzknopf.
Und so ist ein Exemplar fertig. Das gibt jetzt die weißen Polyprop und Verhalfter. Da tue ich zweimal drei Zwirnen vordrehen. Und es gibt einfach mehr zu tun. Dafür sind sie auch gebiger anzurühren, nachher, wenn ihr die einfach dreht. Das ist die Fernbedienung vom Motorli, wo man einfach anladen kann. Das ist zu einem Ort kann bedienen, wo im Ort ist nicht mehr ein Schalter. Die tut mir jetzt alles vordrehen, bis sie selber den Trall überkommen, um zusammenzudrehen. Und hier ist dann die Nadel, die ihm den Draht aufnimmt und dann das Flaschenzug, das schön gegen angespannt ist. Und dann muss man das ein bisschen im Gespür haben, dass es nachher nicht gestabelige Seelen gibt. Und hier tue ich jetzt nochmal einen provisorischen Knopf drauf, dass sie nicht aufgehen. Und dann tue ich nochmal anheichen und tue dann anders umstellen, dass es den anderen Weg dreht und dann noch ein bisschen Draht drauf geben. Und dann muss ich die aufleieren. Mache ich das so gut. Ja, eine fortwährende Schnur geht dann vier Halfter zügeln und drei vier Halfter zügeln oder sieben Halfter stümpen. Für einen Halfter braucht es so gegen zwei Seele. Dann mit der fortdrehten Schnur gehen wir dann rum zum Geschirr und machen dort nachher Seele für Halfter zu machen. Und dann gehen wir den Motor zügeln. Das muss dann etwa
ungefähr stimmen. Sonst gibt es nachher Abbitzen und das sollte einfach nicht Abbitzen geben. Und dann müssen so alle vier ungefähr gleich spannend sein, sonst gibt es Abwärtstreiben am Drehen. Hier tun wir jetzt eine Klammer dran, dass es nicht aufgeht. Abnehmen und dann schön zusammen haben und dann Klammer drüber. Und dann tun wir sie dann noch abscheren, dass sie schön gleich ausgesehen. Und dann gehen wir um die Fabrikation und machen auf Hälfte fertig. Auf einer Hälfte zu machen brauchen wir jetzt hier ein kürzeres und ein längeres Seil. Hier der Erdspitz, da geht der Kuh um die Schnurren um. Die Kuh alle gleich ausgesehen. Habe ich hier den Messstab, das ist nicht nur, dass ich nicht vorüber gehe. Und mit dem längeren machen wir zuerst einen Ledstrein aussen. Und es gibt nicht die Länge für den Kuhgrin, oben die Binnen. Und der zweite Teil, den wir hier haben, der ist erst um die Schnurren um. Und so ist sie dann fertig. Dann kommt sie dann so um die Schnurren, oben bei den Ohren binnen und dann hier für die Führen. Und das ist die ganze Hexerei.